Unser Essen gut oder schlecht, wir haben nach dem Krieg geschafft, alle satt zu machen. Das war gut, das war richtig gut, das war eine Meisterleistung. Industrielle Lebensmittel- oder Nahrungsmittelrevolution nenne ich es immer. Aber wir haben das Rad überdreht. Wir haben heute mehr Lebensmittel zur Verfügung, als wir überhaupt essen können. Also ist natürlich der Preis gesunken, der Kampf ist groß. Wir haben vergessen, dass uns Nahrungsmittel, im Bestfall Lebensmittel, Energie spenden sollen. Manchmal ist es auch gut, den Menschen einen Spiegel vorzuhalten oder die Zukunft tatsächlich mal wirklich aufzuzeigen. Das vermisse ich. Und dann wird natürlich ein Mindset relativ schwierig, eine Veränderung in deinem Verhalten. Wir haben immer gelernt, immer mehr, immer größer, immer weiter, immer schneller. In dem Fall kann ich nur sagen, 5 Tage vegan, 2 Tage tierisch wäre super. Und die Mengen deutlich reduzieren, dafür die energetische Wertigkeit der Lebensmittel erhöhen. Das heißt, die Energiedichte sozusagen dann auch ein Stück weit vermindern, sodass es länger satt macht und wir mit weniger Essen mehr erreichen. Menschenverstand reicht im Grunde genommen aus und eine kleine Interessenverlagerung. Also ich muss mich schon dafür interessieren, was es macht. Und dann muss ich verstehen, dass jeder Körper anders ist. Wir bestehen aus einer anderen Genetik, wir haben andere Voraussetzungen, wir tun etwas anderes. Was für Vati gut ist, ist für Mutti noch lange nicht gut. Die Gründe für starkes Übergewicht und damit verbunden Diabetes sind in erster Linie falsche Ernährung. Wir nehmen viele verdeckte Zucker zu uns, sowohl über beispielsweise Brotaufstriche, Getränke sind ein sehr starker Faktor, sehr populär in vielen Ländern, zum Beispiel Eistee. Jeder kennt andere Limonaden, die zuckerhaltig sind. Diese Getränke führen dazu, dass die Menschen erhebliches Übergewicht haben. Einer von 3 Erwachsenen ist heutzutage bereits übergewichtig auf dieser Welt. Über 425 Millionen Menschen leiden an Diabetes. Ich glaube, dass vermehrt natürliche Ersatzstoffe oder naturidentische Ersatzstoffe eingesetzt werden. Wir sehen also nicht zwingend, dass nicht natürliche Stoffe eingesetzt werden, aber es wird gezielt das, was heute gesundheitsschädlich ist, ersetzt durch Dinge, die unseren Körper in Sachen Gesundheit unterstützen. Evonik, Power to Create.